Hallo ihr Lieben, heute sieht ihr mich ganz anders, in einem Arbeitsoverall und in meiner Werkstatt. Was ihr noch nicht wisst, ich stehe einfach auf schnelle Autos. Ein besonderer Favorit von mir ist der M3 BMW. Und da die gut erhaltenen einfach für mein Geldbeutel, ja, zu heftig sind, sag ich mal, restauriere ich mir einen selber. Hier handelt es sich um einen M3. Baujahr 2001, 343 PS, 3,2 Liter Reihen 6-Zylinder. Ja, das wird ein Traumauto. Aber ich brauche noch mindestens 2 Jahre, bis er fertig ist. Sorgen Sie mal für einiges. Ja, ist es nicht ein Prachtstück? Steckt noch viel Arbeit drin. Bin aber dabei. Das muss man noch alles schweißen hier. Kommt noch. Schaut doch mal das alles an. Also ich habe schon einige Zeit hier verbracht. Und es wird noch einige Zeit dauern. Bleibt gespannt, ob ich es hinkriege. Ich schneide jetzt ein Schwellerblech zu. So, legen wir uns mal zur Seite. Alles schön versorgen immer. Jetzt schauen wir, ob das richtig abgeflext wurde. Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt geht's zum Schweißen. So, jetzt werden wir mal schweißen. Dieses Stück kommt jetzt hier ran. Perfekt. Dann ziehen wir mal diese Brille aus. Und ich nehme meinen Terminator-Helm. Schaut mal an, wie geil der aussieht. Perfekt. Ich baue
So. Jetzt schauen wir mal, ob es passt, ne? Schweißhandschuhe aus, andere an. So, ziehen wir mal den auch aus. Der Terminator, der sieht doch gut aus. Und meine andere Brille habe ich jetzt vor lauter Aufregung, hole ich sie mir mal. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze passt. Super, wie das hier alles toll ist, ne? Also, das war's. Bald fahre ich mit denen auf der Straße. Und dann aufpassen, gell? Ich überhole euch alle. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Ihr habt ja gesehen, wie viel Arbeit in diesem BMW noch steckt. Falls ich irgendwo da draußen einen Sponsor findet, dann bitte, das wäre mein Traumauto. Das ist er. Einfach in Rot. Wie meine Nägel. Oh Mann, ist der geil. Jawohl. Also, liebe Sponsoren, macht euch einfach mal Gedanken. Ich würde mir den Arsch abfreuen.